Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Borderlands 2. An meiner Seite wie immer der Chris und der Tobi. Hallo. Ja, wir sind wieder auf dem Weg, euer Abenteuer zu erleben. Und dann nehmen wir euch doch jetzt einfach mal mit, ne? Ja. Erstmal helfen wir Lilith. Genau. Der Lilith. Ah, beide Treppen auf einmal geschafft. Meine Männer haben eure Banditenhirsche aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Dämmert's. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Iridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Ciao. Aus drei, Jack. Dann reisen wir mal. Aha! Zieht er die Waffe? Zack, Ladescreen! Nee, ich hab die Waffe nur gewechselt. Komm, Tobi, heute fest, guck mal. Ich fahr mit. Gucken, wie heute fahr ich mal. Wie du dich damit anstellst. Oh, da ist was Grünes rausgefallen. Du bist doch vorhin schon gefahren. Ja? Ja, aber da ist der Erik nicht mitgefahren. Richtig. Das ist übrigens ein Schild. Na. Ah, ich seh nix. Muss doch weit sehen, um zu schießen. Tot? Ja. Hey. Was? Jetzt tot. Oder? Ja, tot. Loot! Na, wow. Das hat wieder Spaß. Der Schild ist ja mal sowas von schlecht gewesen. Ja. Es ist nicht mal gelohnt auszusteigen. Na, das weißt du immer erst danach, ne? Mhm. Bett ist Slacks Gag. Rübergefahren. Ja. Und dort. Roadkill. Sehr schön. Hat nur was fallen lassen. Kann nur nicht was. Gehen wir mal gucken. Ich halte die ein bisschen vom Leib. Ah, eine Pistole. Naja. Geld. Das hat Spaß ohne uns. Ja, das ist sowieso. Mit den blöden Vögeln. Ey, die sagen. Viecher nerven. Das kannst du da nicht nennen. Alter! Weißt du, der hat mir gerade selber Schaden gemacht, das ist dir klar. Nein. Bei mir sieht's noch gut aus. So, wollen wir dann mal weiter? Boah, ich sehe gar nichts mehr. Ach, die Autos sind gut geparkt, würde ich sagen. Ja, definitiv. Wow. Die spucken. Ja, deswegen hast du ja auch Spucker-Stack. Oh! Falsche Waffe, aber okay. Iridium. Achso. Oh. Gut. Das Iridium wollte ich auch gerade aufheben. Ach, da ist noch mehr Iridium. Komm schon. Oh! Hier liegt eine Assault Rifle. Aber die hat. Aber die Assault Rifle hat ganze 18 Schaden. So, Echo. Wow. Die
Banditin Lilith wurde nach der Befreiung von New Haven offiziell für tot erklärt. Bevor wir die Zahlung anweisen können, müssen wir ihr Material durchhören. Legen Sie die Echoes in den angegebenen toten Briefkästen ab. Finde diese Echoes, Killer. Wenn Hyperion herausfindet, dass ich lebe und mit den Crimson Raiders kooperiere, droht uns ein neues New Haven. Blaue Granatenmod. Er ist da. Meinst du? Nette Bruder. Kommst du ja eh gar nicht dran, so klein wie du bist. Danke, ja, ich find's auch schön. Ich meinte mit draufschießen. Grausig? Gemütlich, wollte ich sagen. Du hast verkohlte Banditenleichen am Eingang festgebunden. Leichen haben was Gemütliches. Wie damals in unserer Bude in New Haven, bevor... Ich geh dann mal wieder. Sehr feinfühlig, Lilith. Ihr guckt aber schon, wo wir hin müssen. Ja, ja. Wir töten ja nur was. Lass uns doch mal ein bisschen Spaß haben. Ja, die mit Auto tötest, kriegst du eine EP. Wow. Ja, aber es gibt doch einen Erfolg dafür. Badass-Rang. Oder? Naja. Ja, lieber Fairs, ja, aber... Bin übrigens da. Zumindest stimmt die Richtung einigermaßen. Ja, das ist relativ weit außen. Ich warte dann mal so lange auf euch, ja. Ach, ich muss da wahrscheinlich hoch, oder? Okay, komm ich irgendwo hoch? Mal gucken. Wofür zur Hölle habe ich gerade einen Erfahrung bekommen? Wahrscheinlich, um die Viecher hier töten. Ah ja. Und zwar am gottverdammten Arsch der Welt. Oder heißt ja nichts. Ach, hier unten ist Klepptap-Schiff. Irgendwie müsste man doch da hochkommen. Und ich merke gerade, dieser Sprung war semi-intelligent, aber okay. Oh! Liegt eine Kiste. Lalalalalala. Ich spring mal Papa. Lalalalalala. Ja, ich lauf dann jetzt mal ein bisschen, ne? Tu mal was für die Gesundheit. Ja. Ich komm auch jetzt rum. Bin da. Oh nee. Die Kackvögel. Ich hole in der Zeit dann mal ein Echo. Ja, wollte ich auch schon, aber dann habe ich mich irgendwie von Claptraps Schiff ablenken lassen. Wo brennst denn schon wieder? Ich habe jemand verflüssigt. Bitte? Ich war jagen und habe was von diesem Eridium-Zeug gefunden. Und einer von diesen irren Kultanhängern hat mich gesehen. Ich habe ihn verfolgt und geschnappt und da hat er sich einfach... Verflüssigt? Es war Wahnsinn. Keine Ahnung, ob das mit der Öffnung der Kammer zu tun hat oder weil ich eine Sirene bin oder beides. Aber dieses Eridium-Zeug ist der Hammer. Du siehst ziemlich blass aus. Ja, ich bin ein paar Mal umgekippt, aber das könnte eine Riesensache sein. Okay, aber warum schickst du kein Echo? Warum rufst du mich hier raus und gehst das Risiko ein, dass Hyperion herausfindet, dass du immer noch für die Crimson Raiders arbeitest? Will jemand mit? Weil ich, also du... Und Tobi einsammeln. Wie geht's dir denn so? Ja, macht. Ich glaube, ich gehe da mal wieder. Okay. So. So. Na denn? Auf, auf. Ich bin schon lange wieder weg. Ah, stimmt ja. Da kannst du auch Schnellreise machen. Nö. Er hat sich nur zum Auto teleportiert. Ich muss gerade sagen, ich habe mich zu Tobis Auto telefoniert, der da 5 Kilometer vorher ist. Telefoniert vor allem, ja. Hast sich zu meinem Auto telefoniert. Uiuiui. Das ist cool. Alter! Und du beschwerst dich über meinen Fahrstil, ja? Das Ding zieht aber auch gerade zur Seite. Ja, das Auto ist kaputt.
Ich fahre super, nur das Auto ist scheiße. Genau. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, sieht er dann eine Badehose. Richtig. Ne? Nichts? Jack hat sie wohl im Schnee einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Raiders könnten Hilfe gebrauchen, du solltest sie finden. Noch ein Kammerjäger, was? Mal sehen, ob ich ihn auf meinem Rückweg nach Sanctuary per Echo erreiche. Na, noch nicht nach Sanctuary. Du kannst jetzt gehen. Nein. Ich bin doch gerade gekommen. Wir haben noch eine Nebenquest. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich einen Einfraukrieg gegen die Tundra. Eine verdammt gelungene Runde. Nee, das ist Story-Mission. Achso. Wir machen erstmal Liliths Anhänger, die ewige Flamme. Lass die Bloodshots Sanctuary überrennen. Nein, du hast natürlich recht. Sicher? Ich könnte uns Kakao machen. Hui! Wir könnten über Jungs quatschen. Ich melde mich, wenn ich den Kammerjäger gefunden habe. Tut mir leid. Wieder hoch. Sich einfach desinfizieren. Das wirkt. Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig. Ja. Das sah geil aus. Sehr nice. Das sah gerade aus, als hätte sich die Explosion darüber geschleudert. Erik hat nur noch Spaß ohne uns. Wenn die Fire geht, würdest du andauernd sterben. Wieso? Weil du andauernd genau vor die Flinte läufst. Komm vor! Was machst du denn, Tobi? Hä? Ich hab dich gerade hier gleich total rumstöhnen gehört. Ich bin gesprungen. Ich mach einen Mantel aus dir! Echt? Da raut schon schön rein, muss man sagen. Loot. Zu langsam. Die sieht doch nett aus, die Knarre. Haben wir da eigentlich immer dieselbe oder jeder eine andere? Nee, jetzt auch zufällig. Genauso wie die Tipps unten. Bei mir wird gerade eine Assault Rifle abgebildet mit einem Russenzeichen hinten drauf. Mit Hammer und Sichel. Ja, Hammer und Sichel. Wie war das mit dem Hammerwerfer? Was wirft er als nächstes? Na, die Sichel. Oh Mann. So. Nee. Ach, siehst du. Kann er noch ein bisschen was verkaufen, ne? Hier gibt's noch eine ganze Erker-Klasse. Hab ich schon. Ja, sein könnte. Klassenmods sind auch immer anders, ne? Hm. Also, hab ich schon, ist darauf keine passende Antwort. Könnte ja besser sein. Die hatte ich ganz am Anfang. Achso. Deswegen. Hab ich schon nachgeguckt. Ich seh da wen stehen. Den Flammenmeister. Hm. Ja. Darf ich den einfach so erschießen? Nein, Questgeber. Achso, mit dem müssen wir reden, verdammt. Ich bin Flammenmeister Clayton. Und du? Ich habe gesehen, wie du die Höhle des Firehawks betreten und unversehrt wieder verlassen hast. Wenn du unserer Mutter wirklich dienen willst, musst du eine Prüfung bestehen. Schicke meine Brüder mit einer Feuerwaffe in die ewige Flamme. Dann bring mir ihre Asche. Ja. Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen, könnte man als zwielichtig bezeichnen. Aber sie wollen es wohl so. Sehr schräg. Tu am besten, was er sagt. Gut. Also keine anderen Waffen, nur Feuer. Oh. Zählt die Pistole da auch zu? Ja, Hauptsache Elementarschaden, Feuer. Gut, dann ist ja, das ist schön. Beim Nomaden Kyro ein bisschen schlechter, ich weiß. Warte. Sie sind immun gegen Feuer, aber Clayton will, dass du sie verbrennst. Schwierig. Du könntest sie mit einer Nicht-Elementarwaffe schwächen und dann zu einer Feuerwaffe wechseln, was, um ihnen den Rest zu geben. Ja, die Asche. Ach so. Das ist schöner als eine Handvoll. Ist eigentlich praktisch, dass meine Bazooka Feuerschaden macht, ne? Ja, die müssen ja verbrennen. Die dürfen nicht durch den Schuss sterben. Ach so.
Ach ja. Komm her, Asche. Oh, ein Goliath. Aber immer in der Millisekunde. Der Typ will Asche. Ja, ja. Wollen wir das nicht alle? Ja, eben darum ging es mir auch gerade. So. Geh dann schon mal abgeben, ne? Ja. Ah, ja. Halt, ne, da ist ein Goliath. Ja, ich hab's gemerkt. Komm mit los. Ich treff doch auf dieses sonst nichts wirklich. Ah. Oh, wirklich. Ah, okay. Ah ja. Ich hab den Kill für ihn gekriegt. Obwohl ich nicht mal was gemacht hab. Oh, passt doch. So gehört sich das. Da liegt übrigens ein bisschen Heilung. Oh, viermal Iridium. Oh, schön. Ey, ich hab jetzt 17. Kaufst du dir nichts dafür? Nee, ich hab vorhin alles schon geholt. Jetzt auf einmal bin ich wieder 17. Goliath! Aber komisch, ich hab 13. Dann hast du einen Teil weniger gekauft als ich. Kommt mal immer drauf an, was du holst, ne? Die Waffen, die ich momentan benutze, Munition. Ja. Lass mal einen Goliath entwickeln. Hab uns mal noch einen geholt, ne? Ah, das ist aufgestiegen. Schon mal ein Badass. Und der will jetzt mit uns spielen kommen. Oh. Ah. Hier dumm. Hier hinten nicht das, schon. Das sind zwei. Willst du schon mal mit deinem eigenen Darm verspringen wie ein Schwein? Deine Mutter. Und da ist noch einer. Ja, ich hab mal noch einen geholt. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird's erst richtig witzig, ne? Hey, die kommen gar nicht bis zu mir. Ich bin sicher. Ich guck mir das von hier oben an, ja? Los, rasender Goliath. Rasender Goliath entwickelt sich zu Badass Goliath. Genau, spiel mit ihm. Kommt, mach ihn tot. Ist er doch hochgekommen. Super Badass Goliath. Wuhu. Aua. Aua. Ah. Ich würde sagen, so war das nicht geplant, ne? Nein. Uah, da kommt ja noch so ein Viech. Ich gehe mal kurz Heilung suchen, ich habe Angst. Ja. Gegenseitig. Die wollen aber auch nicht, ne? Noch nicht so wirklich. Ich geh mal eine Runde Heilung holen. Ich werde deine Schädeldecke mit meinen Daumen knacken. Oh. Oh, Badass Nomade. Oh. Ich hab da ein Mittel gegen. Ich hab keinen super Badass Goliath am Arsch. Ich hab da noch einen Goliath gefunden. Los, entwickle dich, Goliath. Ah, jetzt kämpfen die beiden schön gegeneinander. Und Iridium. Ey, werden wir heute richtig zugeschissen haben, kann das sein? So, und jetzt können wir zugucken, wie der Bär das aufs Maul kriegt. Ja. Ich geb mal ein bisschen Feuer ins Pass, ne? Aber. Im wahrsten Sinne. Na komm. Wer stirbt? Der Super Bär ist. Renn! Muha, Crit! SMG hier? Was war das? Nö. Wenn ich gerade so auf die Zeit gucke. Ja, dann ist schon wieder Pause angesagt. Ja. Dann verabschieden wir uns für die Folge und sehen uns direkt in der nächsten Folge wieder. Ganz genau. Bis dahin, Freunde. Tschüss.